Nistkästen reinigen im Herbst und Winter. Wie ich das mache, seht ihr in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen. So, und dann legen wir auch gleich los. Eigentlich sollte man die Nistkästen schon im Herbst reinigen. Das habe ich leider vergessen und deswegen habe ich das jetzt nachgeholt. Es ist jetzt Anfang Februar und da funktioniert das auch noch. Solange die Brutsaison noch nicht begonnen hat, sollte man das auf jeden Fall noch erledigen. Dieses alte Nistmaterial werde ich dieses Jahr auf jeden Fall aufbewahren und versuchen, in den Hummelkästen einzusetzen, um zu schauen, ob die Hummeln das Nest dann besser annehmen. Wer damit schon Erfahrung hat oder dabei ein Problem sieht, kann es mir gerne in die Kommentare schreiben. Nachdem man das Nistmaterial entnommen hat, sollte man den Kasten noch etwas mehr reinigen. Ich benutze dafür einen Spachtel. Funktionieren tut natürlich auch eine kleine Bürste oder ähnliches. Und wenn alles schön sauber ist, einfach Deckel zu und ab zum nächsten Kasten. Und hier genau der gleiche Ablauf. Deckel auf, Nistmaterial raus. Vielleicht ist das was für den Hummelkasten und wieder richtig schön sauber machen. Und hier sieht man schön, warum ich das Ganze gerne mit einem Spachtel mache. Da hat sich wohl irgendwie ein Wespennest eingenistet. Und das ist doch sehr fest und mit einer Bürste ist das schwer rauszukriegen. Aber mit dem Spachtel geht das einigermaßen. So, und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss!